Servus, mein Name. Der Johann Barsi ist da. Heute geht es natürlich wieder um die schnelle Küche. So schnell wie eine Tiefkühlpizza bin ich da leicht. Zwei schöne Hühnerkeulen. Die kriegt man schon so ausgelöst. Ein Rosenkohl. Die gehen auch schon einmal warm auseinander. Die gräsern zweimal. Kartoffel, Zwiebel, Knoblauch und schon geht's los. Ein bisschen Fett in die Pfanne. In der Zwischenzeit, bis die heiß wird, die Pfanne, würzen wir unsere Hühnerkeulen. Salz, Pfeffer. Und dann das A und O von der Geschichte. Mit der Hautseite als erstes in die Pfanne legen. Dann drehen wir die ganze Geschichte einmal um. Braten es auf der anderen Seite an, wärmen wir es da ein wenig raus. Dann kommen diese Geschichten alle in unsere Pfanne. Auch da würzen wir drüber. Und wenn diese Sache schön angebraten ist, dann nehmen wir einen braunen Fond. Das kann Kalbsfond oder Geflügelfond sein. Schmecken den noch ein bisschen ab. Eine Jutsu-Ponzu-Soße. Die hat ein bisschen zitronigen Geschmack drin. Und dann gießen wir das an. Ganz wichtig, die Hühnerkeulen mit der Hautseite nach oben. Da drauf. Und ab ins Rohr. So, und jetzt, 20 Minuten später, wenn man es ein bisschen kleiner schneidet, Viertelstunde, langt auch, holen wir die Geschichte wieder aus dem Ofen raus. Aufpassen, der Griff ist heiß. Und schon haben wir schönes geschmortes Gemüse. Wird alles schön auf einmal fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Servus beieinander. Und immer aufpassen, was Neues gibt.